anderen. Was vielleicht zu bemerken ist, ist eigentlich leider, dass wir dann mit 3, maximal 4 Leuten abfüllen, so ungefähr 2.500 bis 3.500 Flaschen, das ist relativ gut. Was Filtration umgeht, können wir die Weine im Keller leicht vorfiltrieren. Die Top-Weine zum Teil werden entweder ganz leichte Filtration oder überhaupt nicht filtriert, was Rotwein umbelangt. Und alles, was Klassik umbelangt und Basisweine, die sind werden über 0,65 oder 0,45 Mikron filtriert, weil man so ein Risiko eingehen bei diesen Weinen. Wenn ich halt einen Erstwein hernehme, einen Rotwein, ob das Blauburgunder oder Cabernet ist, nachher, der, was den Wein kauft, und der kostet ja schon mehr, rechnet eigentlich auch schon damit, dass er nachher pro Jahr muss dekantieren, dass er richtig im Keller lagern muss und so weiter. Und dass eben da ein bisschen Weinstein drin sein kann oder ein Farbstoff aus, Farbstoffe, was sich abgesondert haben und so weiter. Also der weiß das und der hat mit denen auch kein Problem. Also von seinem her versuchen wir halt so wenig wie möglich vom Wein zu machen. Ich sage auch weniger ist mehr. Und eben den Wein so naturbelassen wie möglich in die Flasche einbringen. Nicht? Weil jede Schönung oder Filtration zählt an der Qualität und an der Fülle und an der Kraft vom Wein.